So. Yeeha. Wir spielen ein bisschen Monopoly und haben jetzt so eine Get-Out-of-Jail-Free-Card. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir, oder einmal, wenn wir ein Verbrechen begehen, für das wir eigentlich hingerichtet worden wären, haben wir eine extra Chance, ja? Wir werden da nicht hingerichtet. Wobei es, glaube ich, einen kleinen Bug gab. Wir wurden dann trotzdem hingerichtet. Kann das sein, manchmal? Bei ein paar Dingern, glaube ich. So, jetzt könnte man natürlich, ja, den konfrontieren wir, glaube ich, noch nicht. Ja, was können wir jetzt nächstes machen? Er hat gesagt, wir müssen zum Post Office. Haben wir eigentlich was? Gehen wir zum Post Office. Ja. War da nicht irgendwas? Was hast du im Inventar? Ich hab die Gascan, die Bloody Sneakers, die Shovel, die Ledgers, Jar of Aura Loop, die Tampons, Vitamine zur Health, genauso wie Cough Medicine und Aspirin. Weil ich habe hier nämlich eine einen Meat Permission Slip, weil ich muss ja Fleisch besorgen, ja? Kann ich den selbst ausfüllen? Unterricht fälschen. Kann ich den fälschen? Ja, probier's mal aus. Ich probier's mal kurz. Oh man. No. Okay, die kann ich nicht fälschen. Wir haben ein Autograph, das könnte für mein... Ein Autograph? Ein Autogramm. Ein Autograph, meine ich. Das könnten wir unserem kleinen Bruder mal zeigen. Weil der liebt auch diese Kinderserie. Aber der da gibt ja uns auch nichts Besonderes. Zunächst nicht. Boxes? The mailboxes seem hardly used. A blind woman is trying to read her mail. Wow, sehr sinnvoll. A flyer? Bake sale. Stimmt, der steht ja auch noch an. Ja, aber erst am Freitag und wir haben gerade mal Montag. Map? A zip code map with Harvest Dead Center. Dead Center? Left 4 Dead? Stimmt's, Frau? Dead Center. Ja, Left 4 Dead. Sie fängt gerade das Sabbern an. Wir könnten mal hier was machen, aber da speichere ich vorher. Das ist ja das Haus der Wasp Woman. Ja. Also dieser Wespen-Tussi. Und da uns die auch gar nicht so richtig sozial-gesellschaftlich interessiert. Jetzt habe ich die Zwischensequenz abgebrochen. Ich lade nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Nicht so viel klicken. Ja. Ich glaube, du brauchst einfach nur weniger Rauch. Weniger Rauch, ja. Das benebelt meinen Geist. Ja. Bye. Die. Wie auch immer du das mit der Schaufel machst. Weil das ist nämlich auch eine Wespe. Ja gut, das war's eigentlich auch schon. Ja, ich glaube, die reden jetzt in der Stadt ein bisschen drüber, aber ansonsten war's das, so wie ich es noch in Erinnerung habe zumindest. Sorry, Steve. Too tired to talk right now. I just gave the Tucker a tune-up. I'll talk to you later. Bye now. So. Bye now. Das ist so geil, der Blick. Ein Newspaper-Building ist wirklich nichts, ne? Ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher. Auch auf der Straße oder so liegt auch nichts, ne? 3 fire hydrants and the building still burnt down? Ich könnte nochmal zum Cemetery gehen, vielleicht ist das irgendwas Neues. Genau, da haben wir die Gräber. There here reeks of fresh soil and manure. The headstone of this gravesite reads Jonathan A. Reincliffe. Können wir hier vielleicht... Oh, Stonard. Okay. Die Tampons benutzen. Oh, man. Die Ledges benutzen. Not even glue could save him. Rest in peace, Alma. Das war die Crypt. Da kommen wir erst später rein, ne? Genau. Tommy, was müssen wir machen? Wir brauchen irgendwie eine Application. Ich geh jetzt mal kurz zu uns ins Haus. Das habe ich, glaube ich, vorhin probiert. Hast du alles genommen aus dem Evidence Room, was zu nehmen war? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Ah, gib ihm ja mal den. Was? Das will der nicht mal? Noob. Na gut, wir haben den Newspaper. Wir können mal mit unserer Mutter nochmal reden. Mit der Schaufel in der Hand. Ich glaube, das Kind können wir auch anschauen. I told you I'm busy, Steve. Why don't you talk to Hank? Okay, doch nicht. Go next door and visit Stephanie or go get an early start on your new job. Did you hear? Someone exterminated the wasp woman.
Exterminated. Got it? Oh my. I used to be such a card. Everyone in the Glee Club thought so. Oh, I haven't lost it, have I? That's right, a job. Job? Your father has everything set up at the meat plant. After your honeymoon with Stephanie, you'll start out as a butcher in the slaughterhouse just like anybody else. Don't expect any favors just because you're the boss's son. Work at a slaughterhouse? Okay. My memory may be shaky, but I do know I don't want to spend my life as a butcher. You'll get used to it, Steve. Sooner or later, you'll have to. That sounds like a threat. Just a fact. Harvest is a small town, and if you want to be with Stephanie, you'll have to get your hands dirty. Jobs are scarce, so it's either work for your father, or join the lodge if you can. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Ja, aber der ist ja noch nicht da. Der kommt erst morgen wieder. Ha. Zu deinem Vater konntest du nicht rein. Nee, da muss ich das Fenster später. Da ist auch nichts mehr. Warte mal. Also, Post Office, da sind die liegen die irgendwo rum, die Applications? Nee, nee, die hat ja er. Sorry, son. Geben wirst du noch nichts können, oder? I certainly don't wish to discourage you from joining, young man. That's just what you should be striving for. But I can't break the rules for you. You keep trying. You'll get in eventually. Next time you post, don't forget the zip code. Du hast auch nichts, was du ihm geben kannst. Tampons. That interests me not at all, young man. That interests me. Gas can. That interests me not. Du zündest ihn an. Kaufen können wir auch nichts, wir haben kein Geld mehr, ne? General Store. Nee, du hast ja kein Geld, eben. Was ist denn hier die Wrench? Könnten wir brauchen, genauso wie das Duct Tape. Hello, Steve. Care to buy anything today? Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Okay. Gut, dann müsstest du jetzt halt... Brauch ich das Geld jetzt dafür, ne? Richtig. Haben wir aber nicht. Geh mal wieder raus. Ja, das ist halt die Sache bei den Adventures. Immer ein bisschen rumgucken. Das ist ja nur halbblind, ne? Ja, es war schon etwas lang her, als wir das letzte Mal das gespielt haben. A fancy barber's pole secured to the wall with straight slot screws. Die kenne ich noch. Die beiden sind jetzt uninteressant. Genauso wie der. Light Switch. Pastel Emotion. Ah, oh, nee. Okay. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Gut, also hier ist auch nichts mehr. Missile Base wird auch nichts sein. Lodge auch nicht. Was ist ganz rechts? Das war die Meat Station, ne? Police Station. Schauen wir nochmal in einen Evidence Room. Vielleicht liegt ja noch was. Wenn jetzt keiner mehr sitzt oder liegt oder steht. Okay. Ja, ich hab vorhin noch die Kamera vergessen. Mhm. Zweimal. Das war das Shave Kit. Plunger? Nee. Die Engine kann man natürlich auch nicht nehmen. Das Bier auch nicht. Nee, das war's. Gut, da ist auch nichts. Die ist ja zu. Die ist zu gewesen, ja. Da ist hier ebenfalls nichts mehr. Eine Map? Map of Harvest. Gut, weiter gucken. Vielleicht können wir den noch konfrontieren mal mit dem Gaskanister. Das ist ein Speicher, bitte. Das soll wirklich speichern, okay. AP6, ja. Ich trau den ganzen Sachen nicht so wirklich. That's not pertinent to any investigation, Steve. Don't waste my time. Naja. I can't talk now. The dishes are stacked.
stop by anytime, Steve. Bye-bye. Und dieser gleich Tschüss zu dir. Der Sheriff, wenn du so mit ihm redest, sagt er auch nichts, ne? Cake Cover. Ah, stimmt, das müssen wir auch für irgendwas nehmen. Schön, dass die das einfach... Grease Fryer, muss man auch irgendwas machen. Ah, Der Dwayne wird so nicht mehr mit dir reden, Steve. Oder? No, just here looking around. So I'm not entirely sure where here is. Oh, I forgot. You're playing your little amnesia prank. Well, boy, this is DNA's diner. Isn't that right, Edna? Don't listen to Sheriff Dwayne. This is Edna's diner. But ever since the E burned out on the sign, they've been giving me a hard time. Now, don't be like that, Edna. It's a great place to eat, which is good, since it's the only place to eat in Harvest. I understand you witnessed Miss Whaley's dispensing a little discipline at the school. And she thinks you may be feeling a mite bent about it. Ja, wir sind böse, oder? Gut. Hallo, das ist ein ab 18. That's always the wisest course, boy. Sticking your nose where it doesn't belong can get you in a world of trouble. Especially if you're a gynecologist. Heck, there isn't a psychiatrist around who disagree about what a calming influence a dent in the head can be. You can't argue with science, Steve. It's bigger than all of us. Stop on by any time, Steve. Gut, ich könnte auch schwören, dass bei dem Dings noch was war. Bei was? Bei diesem Burndown-Dings da. Nicht bei dir. Bei dem Newspaper Building. Hm. Hey, aber ist ja nun mal nix. Die Ashes irgendwo, weil das sind ja die ganzen Luken. Pipes, Ashes. Und egal wo du hinklickst. Kannst du die Schaufel auf die Ashes benutzen, dass du da schaufelst? Achso, um jetzt richtig. Ja, ja. Ha! Das ist genial. Burn the ash debris, you spot a few hidden remnants. Operate the ashes. Bake. Und? ja, Post Office. A postal worker's button and it looks like it was ripped from the cloth. Und gehen wir mal zum Post Office, was? Und schon geht's weiter. Haben wir's doch gewusst. Instinkt war schon mal richtig. Yes! So, Herr Post Office Man, ich will meine Application für die Lodge haben. Und wenn nicht, du hast eine böse Schaufel. My button. Why, I lost that months ago. Where did My you find button. It? Button. Funny thing that. I found it in the ashes. At the newspaper building. What are you implying? That I had something to do with setting the fire? Preposterous. Why, 100 people must have visited that site since the fire. Hm. Yeah. Just try showing that button to Sheriff Dwayne, son. He'll laugh you right out of his office. Sorry, son. Ah, aber wir haben noch den Burn Flyer, den kannst du ihm noch zeigen. Während du mit der Schaufel dabei irgendeinen Tanz aufführst. Gut, Button nochmal vielleicht? Oder die Gascan sogar? That interests me not at all. Du kannst auf jeden Fall mit ihm reden. My button. Funny. What are you? Nee, ich meint, wenn du so mit ihm normal geredet hast. I guess I'd be pretty grateful to anyone who could help get me off the hook. How? You seem like a capable lad. Hypothetically, let's say there was a gas can sitting in the evidence room at the sheriff's office. A gas can which might have some incriminating prints on it. Someone might be very grateful for the return of that gas can. Say, grateful enough to provide whoever returned it with a lodge application. Oh, and Steve, you'll keep this to yourself, if you're smart. Du bist alt und krüppelig, vor dir habe ich keine Angst. Ja eben, hallo. Außerdem hast du eine Schaufel. Oh my God, I can't believe it. After all this time. Where's my application, Boyle? Here, take it. With my thanks. You know, this morning as I was making my rounds, I noticed an awful lot of television aerials on the roofs. Seems like more and more each day. You got me this can just in time, youngster. I may have need of it again. What do you mean?
There's another reason why Sheriff Duane didn't investigate the Sentinel fire. If you'd like to get something else on the blackmailing bastard, check around the television station. Why you still can't? Das haben wir doch schon gemacht. Haben wir. Und wir haben eine Application. Application. Jawohl, Lodge Application. Die füllen wir jetzt mal aus, oder? Das können wir machen, ja. Dafür haben wir einen Pen. Dann geben wir es dem. That's a ticket. Steve, Fragezeichen. Nobody will tell me. How? Was? Egal. How often do you eat? Oder irgendwas? Keine Ahnung. Hopp, gib's deinem kleinen Death Metaler. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon drauf? Mag hipster wollen. Hätte ich mir gleich auf CD2 wechseln müssen. Wie viel? Okay. I see you've managed to acquire an application that demonstrates resourcefulness, a desirable trait for prospective members. You need a rest. Report back here for your next assignment. Lodge. Überraschend, wie die in seine Haare sitzen, obwohl er geschlafen hat, ne? Drei Wettertaft. Frisur hält. Und das alte von gestern nochmal anziehen. Day 2. Und ich würde mal sagen, so, wir machen einen Break, weil das Essen ist fertig. Richtig, gut. Ein kleiner kurzer Part, aber nicht schlimm. Wir sind weitergekommen. Ja. Passt. Und wir schauen, wie gesagt, mal ein bisschen, dass wir schön etwas öfters weitermachen. Gut. Wie immer. Wie immer, genau. Also dann. Also, macht's gut. Tschüssi. Ade.